Fangen wir mit einem kleinen Rückblick an. Im Jahr 2000 beschließt Deutschland den Ausbau von erneuerbaren Energien, wie Solarkraft, Biomasse und Windenergie, stark zu fördern. Gesetzliche Grundlage ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG. Damit war Deutschland eines der ersten Länder, die die Energiewende beschlossen. Europa und die Welt beobachteten diesen Alleingang interessiert und skeptisch. Durch die Förderung der Erneuerbaren konnten auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Klimaschutz wirtschaftlich profitieren, indem sie eigenständig in Windräder und Solarpaneele investieren und sich somit an der Energiewende beteiligen. Zwischen 2000 und 2017 wuchs der erneuerbaren Anteil im Stromsektor von 6% auf 36% an. Heute arbeiten in Deutschland ca. 330.000 Menschen in diesem Sektor. In Zukunft werden wir noch mehr Strom brauchen, zum Beispiel für Wärmepumpen oder Elektroautos. Ökostrom ist das Gebot der Stunde, denn Strom aus fossilen Brennstoffen ruiniert Klima und Gesundheit und Atomstrom hat ein zu großes Risikopotenzial. Die Stromversorgung mit Wind und Sonne unterliegt natürlichen Schwankungen. Klar, mal bläst der Wind, mal ist Flaute. An sonnigen Tagen gibt es viel Solarstrom, an wolkigen weniger. Für ein Industrieland wie Deutschland ist die Versorgungssicherheit immens wichtig. Was also tun? Der Stromhandel mit dem Ausland und die automatische Anpassung des Verbrauchs sind kostengünstige Flexibilitätsoptionen. Für diese Flexibilität ist es hilfreich, dass Deutschland europaweit vernetzt ist. Steuerbare Kraftwerke, die man hochfahren oder drosseln kann, geben zusätzlichen Spielraum. In der Zukunft werden neue Speicher nötig sein. Strom kann in Batterien, Pumpspeicherwerken und durch die Umwandlung in Wasserstoff gespeichert werden. Noch ist das zwar teuer, doch in Zukunft wird es günstiger, dank des technologischen Fortschritts. Europa bietet für diese Herausforderungen die Lösung, denn Europa ist bereits gut vernetzt über den Binnenmarkt und Stromautobahnen. Aus deutscher Perspektive ist der Stromhandel mit Nachbarstaaten gut für die Versorgungssicherheit. Und die Stromanbieter freuen sich, weil sie Überschussstrom exportieren können. Doch für Polen beispielsweise ist der überschüssige Strom aus Deutschland eher ein Störfaktor. Denn es muss auf seine eigene Netzstabilität achten. Und wenn billiger Strom aus Deutschland ihre Netze flutet, verdienen polnische Energieversorger weniger. Fangen wir mit einem kleinen Rückblick an. Im Jahr 2000 beschließt Deutschland den Ausbau von erneuerbaren Energien, wie Solarkraft, Biomasse und Windenergie, stark zu fördern. Gesetzliche Grundlage ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG. Damit war Deutschland eines der ersten Länder, die die Energiewende beschlossen. Europa und die Welt beobachteten diesen Alleingang interessiert und skeptisch. Durch die Förderung der Erneuerbaren konnten auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Klimaschutz wirtschaftlich profitieren, indem sie eigenständig in Windräder und Solarpaneele investieren und sich somit an der Energiewende beteiligen. Zwischen 2000 und 2017 wuchs der erneuerbaren Anteil im Stromsektor von 6% auf 36% an. Heute arbeiten in Deutschland ca. 330.000 Menschen in diesem Sektor. In Zukunft werden wir noch mehr Strom brauchen, zum Beispiel für Wärmepumpen oder Elektroautos. Ökostrom ist das Gebot der Stunde, denn Strom aus fossilen Brennstoffen ruiniert Klima und Gesundheit und Atomstrom hat ein zu großes Risikopotenzial. Die Stromversorgung mit Wind und Sonne unterliegt natürlichen Schwankungen. Klar, mal bläst der Wind, mal ist Flaute. An sonnigen Tagen gibt es viel Solarstrom, an wolkigen weniger. Für ein Industrieland wie Deutschland ist die Versorgungssicherheit immens wichtig. Was also tun? Der Stromhandel mit dem Ausland und die automatische Anpassung des Verbrauchs sind kostengünstige Flexibilitätsoptionen. Für diese Flexibilität ist es hilfreich, dass Deutschland europaweit vernetzt ist. Steuerbare Kraftwerke, die man hochfahren oder drosseln kann, geben zusätzlichen Spielraum. In der Zukunft werden neue Speicher nötig sein.
Strom kann in Batterien, Pumpspeicherwerken und durch die Umwandlung in Wasserstoff gespeichert werden. Noch ist das zwar teuer, doch in Zukunft wird es günstiger, dank des technologischen Fortschritts. Europa bietet für diese Herausforderungen die Lösung, denn Europa ist bereits gut vernetzt über den Binnenmarkt und Stromautobahnen. Aus deutscher Perspektive ist der Stromhandel mit Nachbarstaaten gut für die Versorgungssicherheit. Und die Stromanbieter freuen sich, weil sie Überschussstrom exportieren können. Doch für Polen beispielsweise ist der überschüssige Strom aus Deutschland eher ein Störfaktor. Denn es muss auf seine eigene Netzstabilität achten. Und wenn billiger Strom aus Deutschland ihre Netze flutet, verdienen polnische Energieversorger weniger. Fangen wir mit einem kleinen Rückblick an. Im Jahr 2000 beschließt Deutschland den Ausbau von erneuerbaren Energien, wie Solarkraft, Biomasse und Windenergie, stark zu fördern. Gesetzliche Grundlage ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG. Damit war Deutschland eines der ersten Länder, die die Energiewende beschlossen. Europa und die Welt beobachteten diesen Alleingang interessiert und skeptisch. Durch die Förderung der Erneuerbaren konnten auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Klimaschutz wirtschaftlich profitieren, indem sie eigenständig in Windräder und Solarpaneele investieren und sich somit an der Energiewende beteiligen. Zwischen 2000 und 2017 wuchs der erneuerbaren Anteil im Stromsektor von 6% auf 36% an. Heute arbeiten in Deutschland ca. 330.000 Menschen in diesem Sektor. In Zukunft werden wir noch mehr Strom brauchen, zum Beispiel für Wärmepumpen oder Elektroautos. Ökostrom ist das Gebot der Stunde. Denn Strom aus fossilen Brennstoffen ruiniert Klima und Gesundheit. Und Atomstrom hat ein zu großes Risikopotenzial. Die Stromversorgung mit Wind und Sonne unterliegt natürlichen Schwankungen. Klar, mal bläst der Wind, mal ist Flaute. An sonnigen Tagen gibt es viel Solarstrom, an wolkigen weniger. Für ein Industrieland wie Deutschland ist die Versorgungssicherheit immens wichtig. Was also tun? Der Stromhandel mit dem Ausland und die automatische Anpassung des Verbrauchs sind kostengünstige Flexibilitätsoptionen. Für diese Flexibilität ist es hilfreich, dass Deutschland europaweit vernetzt ist. Steuerbare Kraftwerke, die man hochfahren oder drosseln kann, geben zusätzlichen Spielraum. In der Zukunft werden neue Speicher nötig sein. Strom kann in Batterien, Pumpspeicherwerken und durch die Umwandlung in Wasserstoff gespeichert werden. Noch ist das zwar teuer, doch in Zukunft wird es günstiger, dank des technologischen Fortschritts. Europa bietet für diese Herausforderungen die Lösung, denn Europa ist bereits gut vernetzt über den Binnenmarkt und Stromautobahnen. Aus deutscher Perspektive ist der Stromhandel mit Nachbarstaaten gut für die Versorgungssicherheit. Und die Stromanbieter freuen sich, weil sie Überschussstrom exportieren können. Doch für Polen beispielsweise ist der überschüssige Strom aus Deutschland eher ein Störfaktor. Denn es muss auf seine eigene Netzstabilität achten. Und wenn billiger Strom aus Deutschland ihre Netze flutet, verdienen polnische Energieversorger weniger.